sieh dir dieses Foto an. Adrian scheint in Gefahr zu sein und merkt nicht mal, was passiert. Doch er hat überlebt. Nur 2 Minuten später aß er schon wieder Zuckerwatte. Wie ist das denn möglich? Adrian ist im Zoologischen Museum. Schau genau hin. Der Tiger ist hinter dickem Glas und nicht mal lebendig. Es ist nur eine Statue. Adrian war also nie in Gefahr. Die Polizei verfolgte einen Verbrecher, der gerade ein kleines Geschäft ausgeraubt hatte. Sie jagten ihn eine Weile. Doch plötzlich bog das Auto überraschend ab und der Räuber gewann etwas Zeit. Nur 1 Minute später kam die Polizei an einer Tankstelle an. Dort standen 2 identische Autos. Welches ist das Auto des Einbrechers? Es ist dieses. Der Tankdeckel ist auf der anderen Seite, also ist das Auto nicht zum Tanken gekommen, sondern um sich zu verstecken. Max, ein süßer Hund, blieb in einem Hundehotel, während seine Familie in Griechenland im Urlaub war. 2 Wochen später kamen 3 Männer, um ihn abzuholen. Alle behaupteten, sein Besitzer zu sein. Wem gehört der Hund wirklich? Es muss dieser Mann sein. Er hat den Namen des Hundes auf den Arm tätowiert. Sieh dir diese Menschen im Kino an. Die meisten sind Pärchen, doch 2 Besucher sind Zwillinge, Bruder und Schwester. Weißt du, welche beiden es sind? Das müssen die beiden sein. Sie haben beide eine ähnliche helle Strähne im Haar. Für ein Paar wäre das wohl ein zu großer Zufall. Herr Jäger wurde von seinem Konkurrenten aus dem Flugzeug gestoßen, während niemand hingesehen hat. Er erlitt ein paar Schürfwunden, überlebte aber. Wie ist das denn möglich? Du musst um die Ecke denken, um das herauszufinden. In dem Moment war das Flugzeug noch am Boden. Okay, legen wir eine kleine Pause ein. Ich zeig dir Bilder und du musst herausfinden, welches nicht zu den anderen passt. Bereit? Hier sind die ersten. Was meinst du? Ich würde sagen, das gehört nicht hierher. Alle anderen sind blau. Und noch eine Runde. Was sagst du? Das alles sind Sportgeräte, bis auf dieses Teil. Wie sieht es hier aus? Yep, alle Gegenstände haben etwas mit Sommer zu tun. Die Mütze passt nicht. Und der letzte Streich. Was passt hier nicht? Das sind alles alltägliche Gegenstände. Lediglich dieser Zauberstab ist etwas Magisches. Der gehört nicht dazu. Bianca und Clara sind Zwillinge. In einem Jahr hatte Bianca am Freitag Geburtstag. Ihre Schwester Clara feierte ihren Geburtstag erst 2 Tage später, am Sonntag. Die Gäste, die zu beiden Partys eingeladen waren, wollten nicht glauben, dass die Zwillinge im Abstand von 2 Tagen Geburtstag haben können. Doch die beiden zeigten ihre Ausweise und erklärten alles. Also, wie ist das möglich? Die Zwillinge sind in der Nacht geboren. Bianca kam kurz vor Mitternacht am 28. Februar zur Welt und Clara kurz nach Mitternacht am 1. März. In diesem Jahr war nun Schaltjahr und der 29. Februar hat sich zwischen ihre Geburtstage geschoben. Olivia lebt auf einem Bauernhof. Sie hat Pferde, Kaninchen und Hühner. Folgendes sagt sie über ihre Pferde. Alle Pferde bis auf 2 sind schwarz. Außerdem sind alle bis auf 2 braun und alle bis auf 2 sind weiß. Wie viele Pferde hat Olivia und welche Farbe haben sie? Es sind nur 3. Ein schwarzes, ein braunes und ein weißes.
In der Schule wurde eine Schülerin ausgeraubt. Kommissar Kramer befragte die drei Hauptverdächtigen. Elisa sagte, sie hätte die ganze Zeit in der Cafeteria gearbeitet. Alina zeigte auch eine Fahne und meinte, sie hätte sie in Ordnung gebracht, weil sie verkehrt herumgehangen hatte. Nina beteuerte, dass die ausgeraubte Person ihre beste Freundin sei und sie sowas niemals tun würde. Wer ist schuldig? Alina, die Flagge, die angeblich verkehrt herumgehangen hatte, war in Wirklichkeit symmetrisch. An einem regnerischen Sommertag wurde in einem kleinen Wohngebiet ein Haus ausgeraubt, während die Besitzer nicht da waren. Die Polizei befragte die Nachbarn. Jeder behauptete, wegen des Regens den ganzen Tag zu Hause gewesen zu sein. Sieh dir die Häuser an. Wer lügt? Rita, sieh nur, die Straße unter ihrem Auto ist nass. Das bedeutet, sie ist erst, nachdem es angefangen hat zu regnen, heimgekommen. Fräulein Valeria Reimann war die Tochter eines reichen Mannes. Sie war in ihrem Hotelzimmer, als der Sicherheitsdienst anrief und sie anwies, sich in Sicherheit zu bringen, da ein Verbrecher zu ihr auf dem Weg war. Fräulein Reimann rannte zu den Aufzügen, doch in jedem stand ein Mann. Welcher Aufzug ist sicher? Der Verbrecher kam sicherlich aus dem Erdgeschoss. Da dieser Mann auf dem Weg nach unten ist, kann sie gefahrlos bei ihm einsteigen. Diana wachte in einem Verlies auf. Sie konnte sich nicht erinnern, was geschehen war. Nachdem sie eine Weile umhergewandert war, fand sie heraus, dass sie sich in einem Vampirschloss befand, das vom Besitzer selbst bewacht wurde. Außerdem fand sie drei Schatztruhen. In einer waren Goldmünzen, in einer Silbermünzen und die dritte war mit Diamanten gefüllt. Diana konnte eine Kiste mitnehmen, aber würde sie auch an dem Vampir vorbeikommen? Was sollte sie tun? Diana sollte die Truhe mit den Silbermünzen mitnehmen. Vampire haben Angst vor Silber und sie kann einfach mit dem Schatz an ihm vorbeispazieren. Emilia nimmt an einer Spielshow teil. Das ist ihre letzte Aufgabe. Wenn sie die löst, hat sie gewonnen. Sie hat Würfel mit diesen Zahlen. Sie soll drei von ihnen auswählen, sodass ihre Summe 30 ergibt. Für welche sollte Emilia sich entscheiden? Sie sollte den Würfel mit der 9 nehmen und umdrehen, dann hat sie 6. Addiert mit 11 und 13 ergibt das 30. Sina muss ihr Haus in exakt 9 Minuten verlassen. Der Strom ist ausgefallen und ihr Akku ist leer. Sina hat 2 Sanduhren. Eine misst exakt 7 Minuten und die andere 4 Minuten. Wie kann sie sie nutzen, um exakt 9 Minuten abzumessen? Sina dreht gleichzeitig beide Sanduhren um. Wenn die 4-Minuten-Uhr durchgelaufen ist, dreht sie sie erneut um. 4 Minuten sind vergangen. Wenn dann die 7-Minuten-Uhr ausgelaufen ist, dreht sie sie auch erneut um. 7 Minuten sind vergangen. Das 4-Minuten-Glas läuft noch eine weitere Minute gemeinsam mit dem 7-Minuten-Glas. Dann sind 8 Minuten um. Nun dreht Sina das 7-Minuten-Glas wieder zurück und der Sand für eine Minute läuft wieder zurück. Jetzt zeige ich dir ein paar Bilder und du musst mir sagen, was an denen nicht stimmt. Hier kommt das erste. Was sagst du? Dieses Auto hat kein Lenkrad. Kinderleicht. Was ist mit diesem Bild? Fällt dir hier etwas Seltsames auf? Das Spiegelbild unterscheidet sich von der gespiegelten Person. Was sagst du zu diesem Bild? Was stimmt nicht? Die Personen spielen Fußball, benutzen dafür aber einen Basketball. Und was sagst du jetzt? Findest du den Fehler? Die Menschen befinden sich ohne Raumanzüge im Weltall.
Na, das würden sie aber nicht überleben. Ein paar Leute wollten eine Ballonfahrt machen. Erkennst du, was hier nicht stimmt? Das hier ist ganz gewiss kein Heißluftballon. Sieh dir dieses Bild genau an und finde den Fehler. Siehst du ihn? Die Scharniere der Tür befinden sich auf der falschen Seite. Dieses Bild ist doch hübsch, aber irgendwas ist komisch. Weißt du, was es ist? Die Farben des Regenbogens sind in der falschen Reihenfolge. Was stimmt mit diesem Winterwunderland nicht? Siehst du irgendwas, was hier nicht hingehört? Moment mal, Schmetterlinge? Im Winter fliegen keine Schmetterlinge. Hier haben wir ein Bild aus dem Weltraum. Aber irgendwas passt hier nicht zusammen. Die Astronauten tragen Raumanzüge, ja. Sie befinden sich auf dem Mond, ja. Aber vor ihnen befindet sich ein weiterer Mond statt der Erde. Kannst du hier einen Fehler entdecken? Auf der Verpackung steht Mandelmilch. Warum ist dann aber auch eine Kuh drauf abgebildet?